tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. Nachdem ihr ihn jetzt schon 21 Mal im Intro gesehen habt, stelle ich euch heute mein Plaudergeil vor. Plaudergeil ist ein Normalflug-Pokémon ohne Entwicklungen und hat somit eine Schwäche gegen Elektro, Eis und Gestein, eine Resistenz gegen Pflanze und Käfer sowie eine Immunität gegen Geist- und Bodenattacken. Ein erster Blick auf die Basiswertsumme lässt einen erstmal die Existenzberechtigung dieses Pokémon anzweifeln. Aber auch wenn Plaudergeil nicht viele Statuswerte hat, so hat er sie wenigstens richtig verteilt. Denn Spezialangriff und Initiative sind zumindest auf einem ordentlichen Level. Daher verteilen wir die EV auch voll in Spezialangriff und Initiative. Dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Plaudergeil überholt somit so ziemlich noch alles bis zur Basis 90. Plaudergeils Fähigkeiten sind alle drei relativ nutzlos, also werde ich hier nicht weiter darauf eingehen. Viel interessanter ist hier das Moveset. Überschallkanal ist ziemlich die stärkste Attacke, die keine sichtbaren Nachteile hat. Sie hat eine Basisstärke von 140 und die vom Plaudergeil sogar noch einen Step bekommt und zusätzlich noch gegnerische Delegatoren umgeht, da sie soundbasiert ist. Geschwätz ist Plaudergeils Signature Move und auch wenn dieser nicht so viel Schaden macht, hat er dennoch eine 100%ige Chance, den Gegner zu verwirren. Zusätzlich ist Geschwätz ebenfalls soundbasiert und kann genau wie Überschallknall Delegatoren umgehen. Bei den letzten beiden Attacken kann man jetzt wahlweise voll offensiv oder noch ein wenig auf die Supportschiene gehen. Auf der Supportschiene bieten sich Verhöhner und Auflockern als letzte Attacken an. Verhöhner hindert den Gegner daran, Statusattacken zu benutzen, womit Plaudergeil super geeignet ist, um gegnerische Stealth-Rockings außer Gefecht zu setzen. Auflockern ist dann immer noch da, um bereits vorhandene Steinchen oder auch gegnerische Schilder aus dem Weg zu räumen. Passt hierbei allerdings auch, dass Auflockern auch die eigenen Schilder und Steine vom Feld räumt. Wenn ihr voll offensiv spielen wollt, dann nehmt ein naives Wesen und spielt mit Hitzewelle und Kehrtwende als letzte Attacke. Als Item bieten sich Plaudergeil wahlweise ein Lebenorb für allgemein mehr Schaden, ein Normaljuwel für einen einmaligen extra starken Überschallknall auf Doom oder einen Fokusgurt an, um eine Attacke wenigstens wegstecken zu können. Spielt ihr mit 4 offensiven Attacken, könnt ihr auch mit Walschall oder Walglas spielen. Um Plaudergeil sinnvoll nutzen zu können, muss man vor allem 2 Dinge kennen, die Initiative-Werte und eventuelle Prio-Attacken. Plaudergeil kann nämlich im Prinzip nur die Pokémon ausspielen, die langsamer sind als er selbst. Die Strategie ist es, Plaudergeil gegen Support-Pokémon ins Spiel zu bringen, wobei er in vielen Situationen auch ein guter Counter-Lead ist. Mit einem Verhöhner kann Plaudergeil diese leicht daran hindern, irgendetwas Effektives zu machen. In der Runde nach dem Verhöhner sollte man davon ausgehen, dass der Gegner das Pokémon wechselt. Geht also schon mal vorsorglich auf Geschwätz oder falls ihr dringend die Tarnsteine vom Feld fegen müsst, dann auf Auflockern. Mit Geschwätz verwirrt ihr das frisch reingeswitchte Pokémon. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ist euer Gegner langsamer als Plaudergeil, was durchaus mal vorkommen kann, da kaum jemand Plaudergeils Initiative-Werte kennt, dann könnt ihr jetzt versuchen, den Gegner mit einem Überschallknall rauszunehmen. Ist euer Gegner schneller, dann könnt ihr ebenfalls auf die 50%ige Chance hoffen, dass euer Gegner sich vor Verwirrung selbst haut und ihr nochmal draufhauen könnt. Oder wenn euch die Sache nicht sicher genug ist, wechselt lieber aus. Im Zweifelsfall habt ihr eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, einen sicheren Switch-In zu kriegen. Spielt ihr die offensive Variante mit Walschall oder Walglas, müsst ihr anfangs viel mit Kehrtwende arbeiten, bis ihr alle Konter von Plaudergeil weit genug geschwächt oder besiegt habt, damit ihr anschließend mit einem Überschallknall spammenden Plaudergeil alles wegräumt, was noch steht. Gute Teampartner für Plaudergeil zu finden gestaltet sich erstmal als schwierig, da er vor allem von allen gewonhittet wird, was halbwegs stark ist und neutral effektiv trifft. Es empfiehlt sich also 2 defensive Pokémon, eins für physische und eins für spezielle Verteidigung dabei zu haben, die man jederzeit in gegnerische Attacken reinwerfen kann, wenn man Plaudergeil austauschen will. Chanera und Haltaira bieten sich als spezielle Wall und Zwirklub, Zwirfinst oder Brigaron bieten sich als physische Wall an. Wie der Rest eures Teams aussieht, ist dann wieder euch überlassen. Das war's jetzt erstmal von meinem Plaudergeil. Und jetzt dürft ihr wieder aussuchen, wer als nächstes drankommt.